Hare Krishna, guten Morgen. Der zweite Tag des Parigrams hat begonnen und unsere erste Station ist Jagannath Mandir. Ja, der erste Tag war super ekstatisch. Der Beginn des zweiten Tags ist etwas schleppend und müde für mich. Aber ich denke, unsere Stationen heute bringen die Ekstase wieder zum Vorschein. Also wie gesagt, erste Station Jagannath, Rajpur. Hier in Srimantadweep erschien einmal Parvati, die Frau von Shiva. Sie hatte ihren Ehemann einmal in Ekstase tanzen sehen und wollte wissen, wie ihr Ehemann so in Ekstase geraten war. Da erzählte ihr Shiva von Gauranga und so wollte Parvati auch Gauranga kennenlernen. Sie kam nach Srimantadweep und meditierte über ihn, bat ihn mit ihrer vollsten Inbrunst vor ihr zu erscheinen. Und Gauranga Mahaprabhu erschien vor Parvati. Am Ende dieser Geschichte bittet Parvati, dass sie nie wieder Vergehen gegen Gott Geweihte macht. Also nie wieder Vergehen gegen Menschen, die Gott verehren. Gauranga Mahaprabhu gewährte ihr diesen Wunsch und noch viele andere Wünsche. Dieser Ort hier in Srimantadweep ist also auch für uns die Gelegenheit, darum zu beten und zu bitten, dass wir nie wieder Gott Geweihte verärgern. Also ich bin sehr beeindruckt von den großen Persönlichkeiten. Naru Gopal hat hier die Geschichte erzählt von Gauranga, beziehungsweise von Shiva, wie Shiva meditiert hat und dann in Ekstase getanzt hat und Parvati wissen wollte, woher er denn plötzlich diese Ekstase hat und diese Ekstase auch haben wollte. Und dann haben Jananivas und Bhakti Purushottam Swami haben Pastimes über Jagannath erzählt. Und die sind, man merkt halt richtig, wenn die diese Geschichten erzählen, die sind im Bliss. Also die haben diese Geschichten schon also mindestens 1000 Mal erzählt. Also in diesen Katar, dann werden sie zu anderen Parigrams eingeladen, also die mehrmals im Jahr erzählen die diese Geschichten und trotzdem sieht man diese, wie Jananivas die Geschichte erzählte, der hat von einem Ort zum anderen gestrahlt und das war ansteckend auch und es ist sehr, sehr schön, das zu sehen, dass man sich immer wieder da hinein vertiefen kann. Und ja, jetzt hatten wir gerade Frühstück, super leckeres Khichdi mit Joghurt und Früchten und wieder haben die Organisatoren ausgesurft und es ist einfach, also es ist ein sehr, 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 sehr schöner Parigram. Und obwohl ich muss mich auch entschuldigen, weil ich werde niemals diese ganzen Geschichten an euch weitererzählen können. Also ich schreibe mir das jetzt immer fleißig mit und versuche das schon so gut wie möglich dann wiederzugeben, aber in dieser Potenz und in dieser Intensität wird mir das leider nicht möglich sein. Also kommt her, macht so ein Parigramm mit und taucht ein in den heiligen Darm. Haribo. Kulavesha Shrida war ein armer Bananenblatthändler, aber dieser arme Bananenhändler hatte unglaubliche Liebe zu Gott. Chaitanya Mahaprabhu hatte mit diesem Bananenhändler einen besonderen Austausch. Jeden Tag kam er zu ihm und feilschte mit ihm um die Bananenblätter.
Eines Tages bat Chaitanya Kulavesha Shridhar zu sich. Er war so unbekannt unter den anderen Devotees, dass sie erst einmal fragen mussten, wer das denn überhaupt sei. Als sie ihn dann schließlich fanden und zu Chaitanya Mahaprabhu brachten, zeigte Chaitanya Mahaprabhu ihm seine Form als Gott. Er offenbarte sich vor Kulavesha Shridhar als Gott. Den Aspekt, den wir aus diesem Austausch zwischen dem armen Bananenblatthändler und Chaitanya Mahaprabhu lernen können, ist: Gott schert sich nicht darum, ob wir das, was wir ihm geben, auf einem Bananenblatt anbieten oder auf einem goldenen Teller. Hauptsache, und das wünscht sich Gott, das wünscht sich Krishna, dass wir das, was wir tun, mit Liebe tun. Und das, was wir zu Krishna opfern möchten, mit Liebe opfern. Jetzt, was haben wir heute gemacht? Eine Singedief haben wir gar nichts gesagt, oder? Es war zu ekstatisch bei einer Singedief. Jetzt sind wir hier bei Harihara. Eine Singedief. Der ist selbst manifestiert, eine Singedief, dort in Nisingapali. Und zwar war das so, dass der Kuhhirte dort in der Nähe, das war ein Satya-Yoga, war das. Und der Kuhhirte hat festgestellt, die Kuh kommt immer vom Grasen zurück und gibt gar keine Milch. Und dann hat er dem mal nachgegangen. Da gibt jemand ekstatisch Darshan. Da ist der Kuhhirte dem mal nachgegangen und hat mal herausgefunden, was ist denn mit dieser Milch von der Kuh? Und dann hat er herausgefunden, dass diese Kuh jeden Tag an derselben Stelle einfach ihre Milch dort lässt. Immer wieder an derselben Stelle. Und dann hat der Kuhhirte gesagt, okay, da müssen wir jetzt mal graben. Und dann haben die gegraben an dieser Stelle, wo die Kuh immer ihre Milch sozusagen geopfert hat. Und genau an dieser Stelle wurde dann Nisingadev gefunden. Man kann genau Nisingadevs Kopf sehen, man kann Prahlad Maharaj zu seinen Füßen sehen. Und dieser Deity ist tatsächlich schon aus dem Satya-Yoga dort, also mehrere Millionen Jahre. Und hier sind wir jetzt an Harihara Kshetra. Ein auch sehr spezieller Deity, schwarz-weiß, Shiva und Mahavishnu. Die Geschichte dahinter kommt später. Nicht hübsch? Immer. Heute habe ich wenigstens mein T-Shirt richtig rum an. Okay, läuft? Immer. Okay, ich habe gerade eine wunderschöne Geschichte gehört. Also hier an diesem Platz von Harihara Kshetra war Mahaprabhu.
Gauranga Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu. Und dieser Platz erinnerte ihn an Vrindavan. Und dann hat er plötzlich im Baum einen Papageien gesehen. Und er hat zu diesem Papagei gesagt, oh lieber Papagei, chante doch den Namen von Radha Krishna. Chante Radha Krishna. Und der Papagei fing an, Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari. Und Chaitanya, nein, nein, du sollst Radha Krishna chanten. Chante Radha Krishna, lieber Papagei. Und der Papagei wieder, Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari. Und dann hat Mahaprabhu so getan, als wäre er wirklich traurig und ist weggegangen. Und dann hat aber der Papagei dann vor seinen Associates, vor den Geweihten, die mit Gauranga Mahaprabhu mit waren, hat angefangen zu tanzen und hat angefangen wieder Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari. Und hat angefangen zu tanzen und dann ist er zu Mahaprabhu hin und hat zu ihm gepredigt, hat gesagt, lieber Gauranga, dieser Ort hier in Navadvip, der ist doch nicht verschieden von Vrindavan. Aber das hier ist das Land von dir, das hier ist das Land von Gauranga. Und du bist Radha Krishna. So, also chante ich nur Gaura, Gaura Hari chante ich hier in Navadvip. Und das war genau der Platz, wo dieses Lila mit dem Papagei stattgefunden hat. Gaura Hari! Okay, dann sag mal. Ja, genau. Wir machen das so. Morgen fahren wir mit dem Boot.